Lieben, heute habe ich wieder die letzten drei gelesenen Bücher für euch und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Midi. Das erste Buch, was ich euch heute zeigen möchte, war wieder ein so tolles Buch. Es sind ja alles wieder drei Liebesromane, die ich gelesen habe, beziehungsweise nur Adult-Bücher. Und ja, das erste Buch, was ich euch zeigen möchte, war True North, wo auch immer du bist. Das ist der erste Teil der Vermont-Reihe. Ich habe letzten Monat ja den zweiten Teil gelesen und der hat mich ja so überzeugt. Jude und Sophie waren einfach, die waren einfach so toll und deswegen wollte ich unbedingt den ersten haben, auch wenn der vom Klappentext mich her schon nicht so angesprochen hat wie der zweite. Und ja, ich wollte aber die Geschichte von Audrey und Griffin auf jeden Fall lesen, weil wie gesagt, wenn dann ich einmal eine Reihe anfange und mir gefällt ein Buch, dann lese ich die anderen Teile auch, wenn sie gut sind. Und der erste Teil war auch wieder richtig gut, er hat mir mega gut gefallen, aber der zweite war immer noch einen Tacken besser, also ja, da geht nichts drüber über den zweiten. Und ja, in diesem Buch, wie gesagt, geht es um Audrey und Griffin. Und die beiden hatten auf dem College so ein kleines Techtelmechtel. Und Griffin wollte damals ein bisschen mehr und hat Audrey um ein Date gebeten, doch sie hat ihm nie geantwortet. Und jetzt, einige Jahre später, treffen die beiden wieder aufeinander. Und Audrey arbeitet inzwischen für eine große Restaurantkette und hat jetzt den Auftrag bekommen, sie soll in Vermont verschiedene Farmen anfahren und dort Angebote einholen für verschiedenes Gemüse und Weine und Käse und was man halt nicht alles so auf Farmen herstellen kann. Und ja, dabei begegnet sie Griffin wieder und der ist absolut nicht begeistert, als Audrey wieder vor ihm steht. Und was dann mit den beiden so alles passiert, das ist es halt, worum es in True North geht. Und ich kann nur sagen, dass mir die Story wieder so gut gefallen hat. Was mir aber im ersten Teil noch viel, viel besser gefallen hat als die Handlung, war dieses Gefühl beim Lesen. Ich hatte, wo ich das Buch gelesen habe, das strenge Bedürfnis gehabt, jetzt auch auf einer Farm zu leben. Und nein, deswegen habe ich jetzt kein kariertes Hemd an. Aber ich habe nur die ganze Zeit gedacht, boah, wie schön diese Farm ist und dieses Farmhaus und diese Familie ist so nett und 20.000 Äpfelbäume mit keine Ahnung wie viel, 50, 200 verschiedenen Sorten Äpfeln. Und also ja, es war so toll. Dieses Buch war so gut von den Beschreibungen her, von den Umschreibungen her, von den Orten her, von den Leuten her, dass man einfach dazugehören möchte. Also ich hatte wirklich das starke Bedürfnis, ich möchte jetzt auf dieser Farm wohnen. Ich möchte diese Familie haben, die adoptiere ich, die ist toll. Und ja, ich möchte gerne auf dieser Farm wohnen. Und also das war wirklich was ganz, ganz Tolles beim Lesen. Das war wiederum im zweiten Teil nicht so, aber da hat es halt einfach die Story gerissen und hier war es einfach wirklich dieses Gefühl beim Lesen, was mich total überzeugt hat. Von der Handlung her, wie gesagt, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich mochte die Struktur in der Geschichte. Ich mochte, wie die Geschichte abgehandelt wurde. Ich war auch mit dem Ende wirklich sehr zufrieden. Ich fand die Charaktere toll. Audrey als unsere Protagonistin in diesem Buch ist eine Frau, die nach ziemlich vielen Schwierigkeiten jetzt endlich auf eigenen Beinen steht und sich selbst durchs Leben boxen möchte und da nicht unbedingt Hilfe von anderen annehmen möchte. Und das kann man halt auch verstehen und nachvollziehen. Und man kann ihren Traum nachvollziehen und ja, also Audrey war als Protagonistin hier voll mein Ding. Sie hat mir sehr, sehr gut gefallen. Sie war eine selbstständige junge Frau, die weiß, was sie will und die auch für ihren Traum kämpfen tut. Ja, Griffin als Gegenpart, ne, er ist halt der Farmer und er war auf dem College, war er halt der Footballstar auch mit schlechthin. Und dass er jetzt halt auf einer Farm arbeitet, kam für Audrey natürlich auch total überraschend, dass sie ihn da jetzt wieder begegnet ist. Und Griffin ist ein total krummeliger Typ am Anfang, aber er wird von Seite zu Seite wird er einem sympathischer und das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Und die beiden sind auch einfach ein explosives Gespann, wenn die aufeinandertreffen, fliegen am Anfang natürlich die Fetzen, wie es oftmals der Fall ist, was ich auch total toll finde. Und ja, ich mochte einfach die beiden Charaktere total und die haben für mich die Story komplett rund gemacht. Und das war mein Handy, Entschuldigung. Ja, ich habe vergessen, den Ton auszumachen. Tada! Ja. Die Nebencharaktere in diesem Buch sind auch alle mega gut. Das war auch im zweiten Teil schon so, dass die Nebencharaktere genauso greifbar waren und genauso eine gewisse Tiefe hatten wie die Hauptcharaktere. Und das hat mir so gut gefallen. Die Familie Shipley, um die es ja in diesem Buch geht, im zweiten dann auch noch ein bisschen, die ist einfach so toll, diese Familie. Die hat Ecken und Kanten, die haben Höhen und Tiefen, was sie da erleben. Und es macht einfach so viel Spaß, in das Familienleben einzutauchen. Und mein Hund hat sich gerade auf meine Bücher gelegt. Und ja, ich kann von diesem Buch nur schwärmen. Also Handlung toll, Charaktere toll, vom Setting her, ich glaube, da brauche ich nichts mehr zu sagen.
wenn ich sage, ich möchte danach auf einer Farm wohnen. Der Schreibstil war auch der Oberhammer wieder. Also der hat mir auch wieder richtig gut gefallen. Ich finde die Ausdrucksweise von Sarina Born ganz, ganz toll. Ich finde die Art, wie sie die Geschichten erzählt, mega gut. Sie hat einen total guten Fluss, was die Geschichte betrifft. Also, dass man jetzt nicht über Handlungsstränge stolpert oder über Entscheidungen der Charaktere stolpert oder damit unzufrieden ist. Also sie hat einfach eine ganz, ganz tolle Erzählweise, die Geschichten zu erzählen. Und sie findet auch ganz, ganz tolle Worte und ich mag auch die ganze Art und Weise, wie sie die Geschichte erzählt. Mega gern, es ist ein ganz, ganz toller, gefühlvoller Schreibstil und ich freue mich jetzt schon wie Bolle auf den dritten Teil. Der kommt im September jetzt mit raus und den muss ich auf jeden Fall haben, den werde ich mir auf jeden Fall holen. Und ja, mit dem dritten Teil ist die Reihe dann auch schon abgeschlossen. Aber von der Autorin kommt eine neue Reihe raus, nächstes Jahr im Januar. Die habe ich mir auf jeden Fall schon auf meinen Wunschzettel gepackt. Denn ich finde jetzt auch gerade nach dem zweiten Buch, diese Frau, was diese Reihe betrifft, erste Sahne, kann ich mehr nicht dazu sagen. Ich liebe die Vermont-Reihe und wer die Bücher noch nicht kennt, schaut sie euch auf jeden Fall an. Sie sind ganz, ganz toll. Machen wir weiter mit dem zweiten Buch, was ich gelesen habe. Und zwar habe ich das Buch von meiner Annika bekommen. Vielen, vielen Dank, liebe Annika. Sie hat mir das geschenkt, weil meine erste Urlaubswoche so kacke war und sie meinte, ich brauche eine Aufmunterung. Und zwar hat sie für mich ausgesucht dieses Buch hier, The Deal von Elle Kennedy. Dieses Buch steht auch schon so ultra lang auf meiner Wunschliste und ich habe gedacht, geil, Annika kennt meinen Geschmack. Annika kennt mich halt. Und ja, sie hat mit diesem Buch voll ins Schwarze getroffen. The Deal ist wieder eine New Adult College Geschichte. Und es hat mir sehr, sehr gut gefallen. In diesem Buch ging es mal nicht um Footballspieler, sondern um Eishockey. Und in dieser Geschichte geht es um Hannah. Und Hannah ist eigentlich in einen Footballspieler verknallt. Jetzt muss ich nochmal gucken, steht hier hinten irgendwie drauf, wie der hieß. Ich weiß nicht mehr, wie der Footballspieler hieß. Auf jeden Fall ist Hannah eigentlich in einen Footballspieler verknallt, traut sich aber nicht, ihn anzusprechen. Und Hannah wird dann aber von Garrett, wie hieß er? Graham. Genau, Garrett Graham angesprochen. Er ist der Star der Eishockeymannschaft und auf dem Campus genauso begehrt wie der Footballstar. Aber sie hat für ihn absolut überhaupt nichts übrig, weil er halt so ein typischer Proll ist. Und der Footballspieler ist halt anders. Er ist halt sehr ruhig und normal und wirkt halt auch so ein bisschen nicht so extrovertiert wie halt Garrett. Und auf jeden Fall bittet Garrett Hannah um Hilfe, da er sonst den Kurs nicht besteht und komplett durch die Prüfung rauscht und kein Eishockey mehr spielen darf. Und Hannah weigert sich am Anfang strikt irgendwie ihm zu helfen. Sie hat keinen Bock auf ihn. Sie will mit ihm nichts zu tun haben, er nervt. Und ja, als Garrett ihr dann einen Deal vorschlägt, kommt sie dann so leicht ins Schwanken. Und was es mit diesem Deal auf sich hat und was Hannah und Garrett noch alles erleben und was aus diesem Football-Typen wird, dessen Namen ich gerade vergessen habe, das ist es, worum es in diesem Buch hier geht. Ich muss sagen, dass ich ja College-Geschichten sehr, sehr gerne lese und ich mag die auch total. Und ich mag auch Football-Geschichten total, aber ich war froh, dass es hier mal um Eishockey ging. Denn die Autorin hat in diesem Buch auch Eishockey als Sportart gesehen. Also sie hat ein Spiel beschrieben, sie hat Spielzüge beschrieben, sie hat das Ganze drum und dran, was zu diesem Spiel dazugehört, hat sie beschrieben. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen, dass da auch mal ein bisschen so drauf eingegangen wurde. Ich komme aber erstmal zur Handlung. Die Handlung hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich mochte Hannah auch als Protagonistin und wie sie reagiert hat. Und zum Ende hin wurde das dann alles ein bisschen offensichtlich, wie sich das Ganze entwickelt und dann gab es einen Punkt, wo ich dachte, ne, ne. Und dann hat die Autorin die ganze Geschichte komplett umgehauen und ich war so, what? Damit habe ich jetzt irgendwie nicht gerechnet, aber ich wusste, dass halt irgendwas passieren muss. Und ja, zum Ende hin auf den letzten 20 Seiten kam der Lacher schlechthin. Ich habe hier gelegen, ich habe Tränen gelacht. Ich habe die Stelle Annika vorgelesen, weil man spoilert an dieser Stelle nicht. Und sie hat es genauso lustig empfunden wie ich. Und es war einfach eine wahnsinnig tolle Geschichte. Und wie gesagt, von der Handlung her hat es mir sehr, sehr gut gefallen. Was die Protagonistin Hannah anbelangt, Hannah ist eigentlich ein eher schüchternes und zurückhaltendes Mädchen. Sie ist jetzt nicht so extrovertiert wie manch andere. Sie ist da halt normal, möchte ich sagen. Und wie sie aber mit Garrett umgeht, aufgrund dessen, dass sie keinen Bock auf ihn hat, fand ich so lustig. Und das hat mir so gut gefallen, wie sie ihm da immer Feuer gegeben hat. Und er damit einfach nicht gerechnet hat, weil ihm normalerweise natürlich auch die Mädels zu Füßen liegen. Und ja, auch die Dynamik zwischen den beiden fand ich ganz, ganz toll. Und Garrett als Charakter hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Die Nebencharaktere fand ich gut. Die Nebencharaktere waren jetzt nicht so wie bei der Vermont-Reihe. Ne? Man muss doch schon Abstriche machen bei der Vermont-Reihe. Das ist alles nochmal ein ganz anderes Level für mich. Hier ist ungefähr The Deal und alle anderen College-Football-Geschichten und hier ist Vermont. Also diese Reihe hebt sich für mich wirklich komplett mal ab von allen anderen, muss ich dazu sagen. Aber
Ansonsten fand ich The Deal auch hier ganz, ganz toll. Zum Setting brauche ich, glaube ich, auch nichts sagen. Wir haben so ein typisches College-Setting, so einen typischen Campus und Cafés drumherum und ein Diner, wo die Protagonistin arbeitet und natürlich das Eishockey und dieses Eishockey-Stadion und was da halt alles so da dazugehört. Wohnheime und kleine Häuser, wo ein paar Leute wohnen. Also so halt alles so typisch amerikanisches College, was man halt auch schon überall 100-mal gelesen hat. Das ist ja dann völlig Jacke, in welcher Stadt das alles spielt. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Stadt das hier jetzt gespielt hat. Ich kann mich da nicht mehr dran erinnern. Ach, guck mal, Justin hieß der Quarterback, wenn ich hier vorne so reingucke. Ach, gucke. Ja, hier steht aber auch nicht, wo das jetzt alles genau spielt, aber wie gesagt, diese Geschichten könnten ja rein theoretisch überall spielen. Vom Schreibstil her fand ich das Buch auch wirklich ganz, ganz toll. Das ist ein sehr humorvoller, süßer, niedlicher Schreibstil, was halt so für eine Adult-Geschichten typisch ist. Ich fand ihn sehr, sehr gut. Er hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich möchte auf jeden Fall die weiteren Teile, die noch zu der Reihe gehören, auf jeden Fall auch noch mitlesen. The Deal konnte mich da auf jeden Fall überzeugen. Und wie gesagt, Vermont-Reihe ist nochmal ein ganz anderes Level, aber für eine New Adult College Geschichte war es wirklich eine richtig süße, schön erzählte Liebesgeschichte. Und ich bin auf die anderen Teile schon sehr gespannt. Kommen wir zum dritten Buch für dieses Video. Und auch das dritte Buch ist eine New Adult Geschichte. Und zwar Game On, der dritte Teil, schon immer nur du. Und dieses Buch spielt nicht mehr auf dem College, denn unsere Charaktere, die man jetzt auch schon von den ersten beiden Teilen kennt, sind inzwischen alle fertig mit dem College. In diesem Buch geht es um Fiona und Dex. Und die beiden kennen sich schon seit einiger Zeit. Man lernt die beiden auch im zweiten Teil schon mit kennen. Man merkt, dass da irgendwas ist zwischen den beiden. Und ja, Dex hat sich aber nie getraut, Fiona da irgendwie anzusprechen, weil erst hatte sie immer einen Freund und dann hat er sich halt einfach nicht getraut, weil Fiona vom Charakter her ziemlich offen und laut ist und Dex ist halt so das genaue Gegenteil. Er ist sehr introvertiert, er ist der Ruhige, er ist immer der, der vernünftig bleibt und ja, er hat sich halt einfach nicht getraut, Fiona anzusprechen. Jetzt ist eine Weile vergangen, dass die beiden sich wiedersehen und Dex denkt sich, jetzt oder nie. Jetzt muss ich meine Chance ergreifen oder ich habe es für immer verkackt, auf gut Deutsch. Und das macht er dann auch. Er ergreift seine Chance und verwickelt Fiona in ein sehr lustiges Gespräch über Bärte. Und währenddessen kommt es zu einem sehr, sehr heißen Kuss zwischen den beiden. Und Fiona kann ich A, nicht glauben, dass sie das getan hat. B, kann sie nicht glauben, dass ihr das gefallen hat. Und C, kann sie nicht glauben, dass nach diesem Kuss die Gerüchte, die um Dex existieren, wahr sein sollen. Denn laut den Gerüchten ist er noch eine Jungfrau. Und ja, was dann mit Dex und Fiona so passiert und ob er seine Chance natürlich genutzt hat oder nicht genutzt hat und ob Fiona auf das Ganze eingegangen ist oder nicht, das ist es, worum es in Game On, den dritten Teil, geht. Ich muss sagen, dass mir das Buch von der Handlung her auch wieder gut gefallen hat. Es war wieder so ein typischer Adult-Handlungsstrang. Wisst ihr, was ich meine? Also, es ist ja eigentlich immer das Gleiche in Liebesroman, aber mir hat hier so ein bisschen der Pfiff gefehlt. Gerade zum Ende hin, wo dann der große Knall nochmal kam, dachte ich so, ja, Mädchen, es war klar, dass das jetzt passiert. Du bist ja aber auch ein bisschen selber schuld jetzt an der ganzen Situation. Ich wäre an der Stelle von dem Typen genauso sauer gewesen. Ja, also das Ende war gut, also das Ende war gut, aber so hier so der große Knall, da hätte ein bisschen mehr kommen können, aber es war im Großen und Ganzen eine ganz, ganz tolle Geschichte. Ich muss sagen, dass für mich die Charaktere hier alles rausgerissen haben, denn Fiona ist einfach mal ein mega geiler Charakter. Fiona zieht stets und ständig Filmvergleiche heran. Sie tut Metaphern auf Film basierend die ganze Zeit benutzen und das fand ich so gut. Und ich habe so gelacht teilweise in diesem Buch mit dem ganzen Kram, was da alles stand. Und ich mochte Fiona als Charakter total und ich fand auch Dex unglaublich toll. Also Dex war wieder so ein Mann, ne? Wo ich sage, ja. Und der Typ hatte einen Man-Bun. Also das mag ich ja so gar nicht, wenn Männer lange Haare haben. Das finde ich ganz, ganz furchtbar. Aber bei dem konnte ich es mir sogar gut vorstellen, dass denen das stand. Also, ja. Es gibt überall seine Ausnahmen. Auf jeden Fall, ja, habe ich bei diesem Buch festgestellt, dass ich irgendwie so eine Macke entwickelt habe, so Richtung rustikaleren Männer, ne? Hier, ich sage Vermont-Reihe, sage ich nur. Das sind Farmer. Die sind auch alle ein bisschen rustikaler und die sind alle geil. Also, ach ja. So, jetzt kennt ihr alle meine Macke mit Männern und, naja, ihr wisst schon. Auf jeden Fall ist Dex auch so ein Typ und der war so toll in diesem Buch. Der war
wie der aus sich rausgekommen ist in diesem Buch. Das war einfach so toll zu erleben, wie dieser ruhige, schüchterne Typ, dieser introvertierte Typ vom Anfang, dann nach und nach aufgetaucht ist und sich immer mehr ein bisschen getraut hat und gerade Fiona da immer wieder überrascht hat, denn sie hätte das von ihm natürlich auch nicht erwartet. Und ja, deswegen finde ich, dass die Charaktere hier im dritten Teil wirklich komplett rausgerissen haben, wo die Handlung so ein bisschen schwach war an manchen Stellen, wurde das durch die mega guten Charaktere locker wieder wettgemacht. Und ja, ich mochte die beiden total und ich fand auch die Nebencharaktere wieder toll. Natürlich haben wir Ivy und Gray und Drew und Anna auch wieder mit am Start. Das ist ja so eine Clique, die Leute. Und die beiden Pärchen sind ja vom ersten und zweiten Teil. Und ja, der dritte Teil hat mir wieder richtig gut gefallen, was das betrifft. Vom Schreibstil brauche ich, glaube ich, auch nichts mehr sagen. Er war wieder richtig toll. Es war ein ganz einfacher, locker, leichter, gefühlvoller, lustiger auch Schreibstil in diesem Buch. Ich habe sehr gelacht, wie gesagt, mit diesen ganzen Filmvergleichen und Metaphern. Vom Setting her befinden wir uns in New Orleans und teilweise auch in San Francisco am Anfang und ein bisschen auch in New York. Also wir befinden uns hier an mehreren Orten und ich mochte das ganze Setting, wie das alles beschrieben wurde. Ich konnte mir das gut vorstellen, ich konnte mir die Häuser gut vorstellen. Ich konnte mir in den Szenen, wo die irgendwo hingegangen sind, konnte ich mir das Ganze gut vorstellen. Also ich hatte damit absolut keine Probleme. Kristen Callihan hat einen absolut tollen bildlichen Schreibstil, aber das fand ich ja bei der The Darkest London-Reihe schon so toll. Also die hat mich ja damals auch komplett umgehauen, die The Darkest London-Reihe von Kristen Callihan. Wenn ihr Bock auf Urban-Fantasy-Geschichten habt, die im 19. Jahrhundert spielen, mit ein bisschen Erotik, dann schaut euch die The Darkest London-Reihe auf jeden Fall an. Die ist so unglaublich gut. Gerade der erste Teil ist der Oberhammer und auch der zweite Teil war wahnsinnig toll. Der dritte hat es dann nicht mehr so gewuppt, aber der erste und der zweite, der ist so, so toll. Ja, so. Genug jetzt hier an dieser Stelle von The Darkest London-Reihe, aber ich empfehle sie euch. Und ja, auf jeden Fall Game On. Die ersten drei Teile haben mir alle sehr, sehr gut gefallen. Ich mochte sie total. Ende des Jahres kommt der vierte raus. Da geht es dann um einen anderen College-Football-Spieler wieder, der noch auf dem College ist. Da gehört er nicht mehr zu der Clique hier, aber den hat man im zweiten Teil auch schon kennengelernt, den Typen. Deswegen bin ich da auch mal gespannt. Und ja, ich kann euch den dritten Teil von Game On auch wieder nur empfehlen, wenn ihr Bock auf eine tolle Liebesgeschichte habt, die jetzt nicht mehr auf dem College spielt, in der es um Footballer geht. Und ja, I love it, I love it, I love it, I love it. Und auch Game On, wie gesagt, ist eine klare Leseempfehlung von mir, wie eigentlich auch The Deal und ja, die Vermont-Reihe sowieso. Lest die Vermont-Reihe, lest The Deal, lest Game On. Ich habe echt wieder drei tolle Bücher hier gelesen. Wenn ihr eins von diesen Büchern kennt, schreibt mir eure Meinung wie immer unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.